ist immer noch ein Halsschmuck. Höchste Treue. Der Träger zeigt auf einen Feind und beherrscht ihn für eine kurze Zeit. Und natürlich gerechte Rache. Okay. Ja, das wird jetzt einen kurzen Moment dauern, aber ich will mal die anderen auch durchprobieren. Und ich denke mal, das Laden dürfte recht schnell gehen eigentlich. Tag. Got anything shiny for me? Suppose anything's possible. Just let me know what you want to combine and what you want to keep. Ja, ne, ist hier das Hoffnung und Zahn von Tomamo. It'll take a bit of heat and a bit of... Ja. Sie macht sich an die Arbeit. Jeder Hammerschlag halt nachher, als würde eine Stimmgabel gegen die Welt schlagen. Die Luft in dich herum fühlt sich mit einem durchdringenden Gefühl von Falschheit. Dem Gefühl, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ein Gefühl, dass dich irgendjemand beobachtet. This should look fetching on you. Try it on for me. See if you like it. Gewährt Treue. Der Träger zeigt auf einen Feind und beherrscht ihn für eine kurze Zeit und gerechte Rache natürlich. Kette der rechtmäßigen Autorität. Okay. Hast du das gespürt? Danke dir. You will let me know if there's anything else. Okay, ich kann es immer noch zusammen. Dann leb mal wohl, kurz. Also ja, man sieht, es fehlt noch ein Teil, nämlich das Gewicht der Offenbarung. Gewährt gerechte Rache und gewährt Treue. Was passiert, wenn ich zwei andere nehme? Wenn ich mal wirklich das Gewicht der Offenbarung oder den Stoßzahn nehme? Weil man... Mir ist es jetzt auch gerade aufgefallen. Die drei Teile geben wirklich dann eine Krone zusammen. Voidikas Krone, so wie das aussieht. Die Königin, die einst gewesen ist. Got anything shiny? Ja. Sure can. Ups. That should do it. Well. Ups, das wollte ich nicht. Da habe ich mich verklickt. War nicht Absicht. Tut mir leid. So. Got anything shiny for me? Kannst du zwei, ja. Also, der Zahn und das Gewicht der Offenbarung. Ja, danke. Stimmgabel. Falschheit, ein Gefühl, dass sich jemand beobachtet. Ja, gewährt gerechte Rache und gewährt Treue. Das sollte dir gut stehen. Probier's doch einfach mal für mich an. Dann wirst du ja sehen, ob es dir gefällt. Lächelnd präsentiert ist ja die Früchte ihrer Arbeit. Hast du das gespürt? Ein Augenblick lang hast du richtig kränklich ausgesehen. Wenn ich meine Vermutung äußern darf, ich glaube, du musst dich an das Landleben erst wieder gewöhnen. Sie gluckst und schüttelt den Kopf. Jetzt probiere diese hübsche Kette an. Ich möchte sehen, wie sich das Licht darin fängt. I should be thanking you for the stimulating work. You will let me know if there's anything else. Ich sollte mich eher bei dir bedanken, dass du mir so anregende Arbeit verschafft hast. Lass mich wissen, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Ja, kannst du mit der Kette. Kannst du das Ding fertig machen, sure halt? Natürlich, kann ich. Sobald sie sich an die Arbeit gemacht hatte, bekommt dich etwas. Die Haut fühlt sich straff gespannt an, als ob sie in der Sonne getrocknet und als Trommelfell über ein rundes Holz gespannt worden wäre. Es tut weh, aber der Schmerz fühlt sich merkwürdig vertraut an. Als Isilda dir nach vollendeter Arbeit endlich wieder ihre Aufmerksamkeit schenkt, lässt der Schmerz nicht nach. Er tritt nur ein wenig in den Hintergrund. Ja. Danke dir. You're not wearing my crown? What? 'Cause you think you've got better headgear than that? Du trägst doch nicht etwa meine Krone. Nur weil du denkst, du würdest ein besseres Schmuckschütz besitzen als ich. Ja, jetzt habe ich die Krone der
vertriebenen Königin. Drei Splitter eines mächtigen Metalls wurden über die Ewigkeit verstreut aufgefunden. Der eine Splitter war versteckt, einer war vergessen und einer der Verwüstung übereignet. Eine kunstfertige Hand verband diese drei Splitter miteinander und schuf die Form einer Krone, wiederhergestellt in ihrer alten Herrlichkeit. Überall auf Eorah kennt man diesen Kopfschmuck. Abbilder davon ziehen die Ränder illustrierter Manuskripte, geschäftliche Verträge und Gesetze. Ihre auffälligen königlichen Zacken schmücken die Häupter vieler Statuen und ebenso vieler Altare. Die Krone vibriert mit der Macht der drei Splitter und leuchtet mit dem Glühen eines Feuers, das niemals ganz erloschen ist. Wenn dies nicht die Krone von Voidika ist, dann ist es jedenfalls eine erschreckend genaue Kopie. Ja, jetzt habe ich wirklich höchste Treue. Und gerechte Rache. Er hört jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied niedergeschlagen wird. Mhm. Am finstersten vor der Dämmerung plus 1 Wahrnehmung. Am dunkelsten gewährt Gesundheit über lange Zeit hinweg und verringert den empfangenen Schaden, den der Träger sich dem Tode nahe. Hm. Dann legen wir das Ding doch mal an. Isn't that lovely? Und ja, ich wüsste nicht, warum man nicht alle drei verschmelzen sollte, weil es kann nur vom Wächter getragen werden. Es sind alles drei Halsteile, also kann man eh nur eins tragen. Und ja, die stärkste Fähigkeit kriegt man eh nur, wenn man alle drei verschmolzen hat. Die verbrannten Bücher in deinem Bündel werden warm. You open Wodica's book, but the god. Ja, ich habe nur dieses eine verbrannte Buch. So, dunkler Schrank. Und ja, ich werde Konzelhaut und Nemnok nicht als Nemselhaut oder Konzelnok lassen. Ich werde schon wieder neu laden. Ich will aber mal bei den beiden gucken, was dabei passiert. Tier für Opfer hineinziehen. Kreaturenmontage. Mist, ich kann die beiden gar nicht da reinschmeißen. Ich kann Grog reinschmeißen und Retina. Aber weder Nemnok noch Konzelhaut. Also ich sehe halt keinen von beiden hier. Also ja, Konzelhaut fällt auf. Und Nemnok müsste auch auffallen. Ja, und suchen bringt nichts. Okay. Na gut, dann werfen wir halt Retina rein. Uah. Und Grog. Okay. Dann laden wir wieder. Weil das brauchen wir auch nicht mehr unbedingt machen. Ich habe jetzt zwar nicht gerade Tiere genommen, sondern irgendwelche Experimente, aber trotzdem, selbst die haben das irgendwie nicht verdient, da reingehackt zu werden. Ja, aber wenn wir jetzt uns unsere Folge ansehen. Gut, die vier sind eine Sache.
Meuternde Mannschaft. Ja, das könnten wir ziemlich leicht kriegen. Indem wir einfach keine Nahrung und kein Essen mehr ausgeben. Negative Reputation, das wäre noch so eine Sache. Und ja, alles andere haben wir es schon. Hm. So, das heißt, jetzt geht's dann endlich mal los. Oh, warte mal kurz. Ich hatte doch noch was vor wegen Xoti. Ja. Ach nee, sie trägt ja schon die Spinnenseidenrobe, genau. Oder hatte ich eine Kopfbedeckung, eine neue für sie? Nee, auch nicht wirklich. Nee. Waffenmäßig trägt sie schon eine hervorragende Armbrust. Wir haben, glaube ich, nichts Besseres. Das ist eine Arbalest. Ja, es ist immer noch ärgerlich, dass ich nicht nach Typ sortieren kann. Das ist jetzt nur nach Verzauberungsgrad. Ist das eine Armbrust? Ja. Stimmt, das ist eine Armbrust. Und ja, was das hier soll. Wie sich der Bug eingeschlichen hat. Ab übers Meer. So wie es aussieht, warten da schon. Wartet da auf mich? Oh Gott, Rauter. Rautai. Hä, bekannte Orte? Gibt's hier einen neuen Ort? Kaiser. Ja, der Officina-Kanal. Und da wartet Rautai schon, um uns den Hinterf zu versohlen, so wie es aussieht. Ja, die Kabuminen. Ja, das hier sind alles Chunken. Edge Badge. Mist. Es gibt eine Menge mehr zu besiegeln und viele Blätter zu erkunden. Aber das, was jetzt vor dir liegt, übertrifft alles andere. Du vermutest, dass es keine Rückkehr geben wird, wenn du einmal dazu entschieden hast, weiter zu segeln. Wenigstens nicht zu dem Todesfeuer, das du jetzt kennengelernt hast. Okay, zurückgehen. Speichern wir lieber mal. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, vor dem Showdown wurde behalten. Was ist mit so anderen Sachen? Nee, nicht wirklich irgendwas. Also LP. Point
of no return. Speichern. Gut, das heißt, weitergehen. Du setzt einen Kurs durch den Kanal und in noch nicht kartografierte turbulente Gewässer. Und das Mörser toppt an den Horizont, eine breite Wand rollender Wolken und Regenschauer, die vom silbernen Leuchten vom Blitzen unterbrochen wird. Der Wind drückt gegen euch, als ob er das, was dahinter liegt, vor vom Ferus schützen möchte.